Söde. Man sieht gar nicht seine Augen, man sieht nur Schnabel. Ist das nicht mal meine... Och man, es pisst ja schon wieder. Och Leute. Och, so kann ich nicht arbeiten. Alter, ist doch Mist. Ich kann doch nicht mal den Tag zurückspulen und gucken, ob's dann irgendwie was besser wird, weil nachher versaue ich mir hier irgendwas, indem ich dann irgendjemanden verscheuche, ne? Weil sobald man hier am Zeitrad dreht, fangen die auch am Rad anzudrehen, die... Claudi, habe deinen Brief gelesen. Ein genialer Brief. Ich weiß auch nicht, warum dieses Teil auf dem Müll war. Ich hab's für dich mitgenommen. Hasta la vista. Beste Grüße von Hector. Okay, ganz locker. Ist gar nicht schlecht. Habe ich noch einen Tag mehr Schonfrist. Ich meine, ob ich mich jetzt darüber aufrege, dass ich die Prachtlibelle nicht fangen kann, weil ich einfach zu dusselig dafür bin, oder weil ich sie nicht fangen kann, weil das Wetter einfach nicht mitspielt, ist ja im Grunde genommen unterm Strich dasselbe, kommt dabei raus, ne? So oder so habe ich keine Prachtlibelle. Und wenn jetzt Gewitter ist, da ist garantiert morgen dann auch nochmal Sauwetter. Nur halt ohne Gewitter. Bitte lächeln. So, was für ein Datum haben wir denn? 16. Zwei Lose. Ja, geh mal gucken. Irgendwas einfach mal so kaufen. Einfach mal so. Weiß der Geier, wann er wieder seine blöden Sonderauktionspunkte, Sonderaktionsverkäufe hat. Und dann hat er plötzlich nur noch ein einziges Item und ich bleib auf den restlichen los, ey, hocken. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen negativ gerade drauf. Ich verpasse gerade den Tatort. Nicht wirklich. Oh Gott, das ist so schrill. Ich habe keine Ahnung, ob ich das je gekauft habe. Was war denn das eben? Ich glaube, der wollte gar nicht so nah, aber ich glaube, sein Kumpel hat ihn ein bisschen geschubst, kann das sein? Ach, ein Iris. Ich meine, das hätte ich schon. Ich muss ein bisschen vorarbeiten. Das hier ist nämlich jetzt für... Ich glaube Dienstag, oder? Ja, für den Sonntag hatte ich ja keins hochgeladen. Und ja, ich habe es bemerkt. Und nein, ich werde die Videoleiste nicht so anpassen, dass ich jetzt statt 442 Tage 449 Tage machen würde. Nein. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, da laut. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Obwohl, ich könnte ja dieses Outfit mal anziehen, um die Prachtlibelle zu verwirren. Ne? Ich hab ja mein Outfit auch schon wieder eine halbe Woche oder so an, keine Ahnung. Ne? So, mit dem Outfit zu verwirren. Ne? Ich könnte mich ja vor diesen Kinderschrank stellen, dann bin ich getarnt. So, wie ist es? Wen schickt man das? Mal kurz die Leute abklappern. Irgendeiner hat doch bestimmt wieder so ein dusseliges Pattern an, statt einem richtigen Outfit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Cube! Ein Cube! Oh, den habe ich mir extra in Animal Crossing New Horizons habe ich mir den angeschafft. Ich finde den ja so putzig. Den hat mal irgendein Spieler gehabt und ich wollte ihn immer wieder den abquatschen. Aber er hat immer wieder interveniert. Also, der hat den auch gemocht, ne? Aber man konnte denen nämlich in anderen Städten tatsächlich Dinge schenken und sie anzirzen, ne, bezirzen und anflirten.
Und ja, ich war immer ganz kurz davor, ihn ne, abzuwerben, aber hat nicht geklappt. Oh mein, hab ich gut geschlafen. Oh, hallihallo. Morgen, wie spät ist es, Dude? Es ist 11 Uhr. Da hab ich nicht lange genug geschlafen, Dude. Bett, ich komme zurück zu dir. Hey, warte mal, kennen wir uns? Ah, ich bin Kyo, angenehm. Du bist sowas von fällig, das glaubst du jetzt aber, ne? Du bist sowas von fällig. Durch dich quatsche ich jetzt so lang voll, dass du gar nicht auf die Idee kommst, wegzuziehen. Ist mir egal, wer von den anderen wegzieht. Also, nicht komplett egal, aber fast. Hey, anscheinend sehen wir uns heute öfter. Ja, das ist auch so ein Sekundenschlaf oder was, ne? Es ist cool, dass du sogar an regnerischen Tagen viel zu tun hast. Ah, ich möchte einfach nur schlafen. Worum geht's? Brauchst du was? Ah, ich habe zurzeit ein wirklich doofes Problem. Ich will ein paar Insekten fangen, habe aber keinen Kescher. Und wenn ich einen hätte, bezweifle ich, dass ich schnell genug wäre. Um Insekten zu fangen, ich bin nicht so für hohes Tempo geschaffen. Mir ist es egal, aber ein Kumpel sagte, ich solle mich ohne Insekt nicht mehr erblicken lassen. Verrückt, oder? Nun, verrückt oder nicht, ich glaube, mit dem Kerl werde ich nichts mehr unternehmen. Ach, der will... Du hast mich jetzt... Hä? Hast du mich jetzt aber für einen Insekt aufgefordert oder wie, oder was? Weil es pisst die Sau. Da gibt's nur Schnecken, das sind keine Insekten. Auch wenn das hier so als Insekt gezählt wird. Guten Morgen, Dude. Es sieht ganz so aus, als ob du nass werden würdest. Gut, was geht's, Dude? Gibst du mir Arbeit? Claudi, bist du gut im Fangen von Insekten? Kannst du sie fangen, ohne sie zu zertrampeln? Eben. Ich fange nie welche. Aber ein Freund von mir erzählte mir neulich etwas wirklich Seltsames. Hör zu, er sagte, ich traue niemanden, der nicht an meine Insekten fangen kann. Und ich dann, hä? Ist es nicht völlig seltsam, Dude? Ich meine, total abgefahren, oder? Aber deshalb musst du mir helfen, Claudi. Du musst ein Insekt für mich fangen, Dude. Das ist jetzt echt ungünstig. Guten Morgen. Es mag zwar regnen, doch man darf seine gute Laune nicht darin ertrinken lassen. Was kann ich für dich tun, Quarki? Ich hänge so rum. Ich bin froh, dich zu sehen. Würdest du mir diesen Modegolfbag abnehmen? Ich hätte jetzt gesagt, dieses Modegolfbag. Aber mein Haus ist total voll und ich wollte ihn sowieso zur Deponie bringen, Quarki. Die ganze Zeit habe ich irgendwelchen Schammers habe ich aufbewahrt. Auch Insekten, aber nee, jetzt habe ich sie verkauft. Das ist so ein Dreck. Jetzt, wo ich... Ich habe auch nichts in der Bude stehen an Insekten, ne? Ah, wie schön ist dieser Morgen, lala. Vorbei sind alle Sorgen, lalala. Sing mit, tralalalala. Ich mach das immer beim Campen. Du musst das auch probieren. Beim Singen wird dir morgens warm. Ja, ich bin auch eben errötet. Ach, ich mag Camping. Und ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt. Ich heiße Renate. Ja, ja, das war mir bewusst. Wir haben uns gestern schon mal und so... Claudi, genau so jemand wie dich wollte ich beim Zelten treffen. Oh. Ich könnte nicht sagen, dass ich meinen Ausflug bisher nicht genossen hätte, denn er war super. Mir fehlt nur ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl, das kommt beim Erzählen von Geschichten, Schatzi. Erzähl doch mal von deiner ersten Bergtour. Du weißt doch, was ich meine, oder? Also ich kann dir ja davon erzählen, wie ich versucht habe, hier den Bergstern Ball hochzuschuckeln, aber ansonsten gibt es hier keine Berge. Jetzt trifft das Dusselige. So.
Okay, jetzt muss ich mir eine Schnecke suchen gehen, ne? Weil was anderes gibt's ja nicht. Obwohl. Kann das sein, dass da trotzdem Wanzen an den Bäumen dran bappen? Also die richtig fetten Käfer glaube ich nicht, aber war da nicht gestern, dass ich so ein paar Wanzen verscheucht? Obwohl, warte mal, ich kann ja auch auf dem Wasser so einen Wasserläufer eigentlich fangen, ne? Der zählt ja schließlich nicht als Fisch. Hoffe ich. Sorry, bist du. Ah, guten Tag. Ach, du bist es. Hallo. Du bist wirklich fröhlich am Morgen. Ist das der Regen, der überhaupt ist? Keine Muckeswatz. Brauchst du irgendwas von mir? Oh, plaudern wir? Endlich sieht es hier aus. Sieht es hier mal nach Sommer aus. Also wenn ich es für das Wetter verantwortlich wäre, würde der Sommer schon früher beginnen. Im Sommer bekomme ich Lust zu zelten, Claudi. Was kochst du immer so, wenn du zeltest? Wenn ich zelte, wird gar nicht gekocht. Ich habe noch nie gezeltet mit so einem Gaskocher. Noch nie. Wir haben immer gegrillt. Spaghetti, Fritten, Würstchen. Ja, komm, Würstchen. Würstchen. Mmh, ja, ziemlich lecker. Es riecht so lecker, wenn man dieses Gericht zubereitet. Ja. Ich werde schon beim bloßen Gedanken an den Geruch ganz hungrig. Ja, jetzt hör auf von Würstchen zu quatschen. Ich krieg auch Hunger und es ist schon spät. Es ist schon 8:30 nah abends. Da isst man nichts mehr. Ohne dass man Probleme kriegt. Würstchen, das ist das Campinggericht. Ich hab mal aufgetaute Würstchen mitgenommen. Ah, geil, geil, geil. Da ist er. Aufgetaute Würstchen mitgenommen. Und mir war nicht bewusst, dass das Wiener waren. Und ich habe die auf den Grill geschmissen. Und man soll ja nichts auf den Grill schmeißen, das eigentlich geräuchert ist. Ne? Schmeckte trotzdem geil. Ich weiß nicht, wie viele Jahre meines Lebens mich das dann im Endeffekt eigentlich gekostet hat mit den ganzen freien Radikalen. Ach, mei. Das war eine Erfahrung. Boah, Claudi, hey. Vielleicht kannst du mir etwas erklären. Warum fühle ich mich so faul, wenn es regnet, Bebe? Bei diesem Wetter bin ich einfach total nutzlos. Wenn es so bleibt, wäre ich besser im Bett geblieben. Also, was willst du, Bebe? Ich habe Langeweile. Hey, Claudi, es mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich bin wirklich gut in der Sportart Badminton. Er ist gut in Badminton. Ehrlich, ja, das ist kaum zu glauben. Ich weiß, aber jeder hielt mich früher für ein Phänomen. Ich war einfach fantastisch, Bebe. Was hältst du davon, Claudi? Verrückt, oder? Glaubst du mir? Also so dreckig, wie du jetzt gerade guckst, würde ich sagen, stimmt nicht. Aber ich sag mal, sicher, Bebe, sicher. Was? Hey, ich meine, ja. Ich meine, ich bin sehr berühmt. Und es tut mir leid, aber ich kann dir kein Autogramm geben. Meine Handschrift ist grässlich, eine Sauklaue. Und dieses ganze Geschichte mit dem Phänomen ist nicht wahr. Ich habe sie erfunden. Du hast mir aber geglaubt. Du bist der Einzige, die Einzige, die das jemals geglaubt hat, Bebe. Genial. Allein damit zauberst du ein Lächeln auf mein Gesicht. Du bist echt hip. Ja, schnipp, schnipp. Dich tu mal demnächst mal zur Kastration mitnehmen. Damit du ruhiger wärst. Nee, da wird er aber dick. Ne? Da wird er zwar ruhiger, aber wird dick. Muss auch nicht sein. Das hat dann andere gesundheitliche Dilemme. Dilemme. Hey, du bist es. Wenn ich gewusst hätte, dass es regnen wird, hätte ich ausgeschlafen, Dude. Worum geht's, Dude? Insekten gefangen. Manizikade. Manometer. Du hast mir wirklich eine Manizikade gefangen. Ich bin so glücklich. Ich möchte dir etwas für deine Mühen schenken, Dude. Möchtest du vielleicht einen Perserteppich? Ja. Vertrau mir, es gibt nichts Cooleres, Dude. Wenn er das sieht, wird er denken, dass ich total cool bin. Ein Ice Cube bist du dann. Ja. Danke, Dude.
Oh Mann, es ist schon spät, ne? Ich weiß. Es war ein Brüller. Brüllerwitz war das. Brüllerwitz. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt gehen wir mal kurz gucken, was der Perserteppich so drauf hat, weil der sagt mir nichts. Hab ich die noch nie? Ich meine, klingt schon mal teuer, ja. Aber Perserteppich? Okay, sieht scheiße aus, aber immerhin. Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Keine Ahnung. Wurscht. Schnurz. Mode Golfbag. Achso, ja, das Tatzenoutfit. Wieso habe ich keine Briefpapier dabei? So. Irgendjemand muss ich das noch schicken. Schicken. Schick, schick. 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 Ach, ich habe wieder über 50.000, müssen wir ein bisschen was auf die Bank tragen, damit mir das hier keiner per Wette wieder aus den halbtoten Händen greift. Ja, es ist, ne, also das Hirn fängt schon an runterzufahren um die Uhrzeit bei mir. Das ist definitiv so. Was noch nicht? Ich habe auch keine Lust. Wir haben irgendwie gar keine Lust. Bei dem Wetter habe ich keine Lust. Hey, der Bitzka, ist das ein Gerubbel, das Wetter? Krass. Ja, ich würde gerne hier so 50. Ja, sehr schön. Komm, also. Es war nur eine Null. Eine Null ist nichts mehr. Die kann man ruhig vergessen. Yikes. Ich hätte jetzt eigentlich auch die Briefe verschicken. Ach Gott, nee. Nee, es ist jetzt gut. Ich gehe jetzt ins Bett und lassen was, ne? Also Woche ist rum jetzt, ne? Jetzt schieße ich dem Schacht. Eieieiei.